Ja, ich hatte von Anfang an fast alles richtig, habe ich gesehen. Also Liebe und also Butter und Milch hatte ich vertauscht und tatsächlich Zimt und Ingwer. Naja, vielleicht beim nächsten Mal, aber wahrscheinlich habe ich es bis dahin wieder vergessen. Also, Großzügigkeit. Eine halbe Tasse Butter. Süße ist eine Tasse Zucker. Logo. Und Großzügigkeit. Nee, gar nicht wahr. Liebe fehlt jetzt und das ist eine Tasse Milch. Rühren. Okay, jetzt brauchen wir 2 Tassen Engagement. Das ist hier. Aber ein Esslöffel Ingwer, du liebe Zeit. Ich weiß ja schon, wie das schmeckt, wenn ich Curry mache. Ich weiß ja nicht, ob das so gut ist. So, das haben wir. Dann ein Teelöffel. Nee, falsch. Ein Teelöffel Zimt. Und ein Esslöffel Ingwer. So. Rühren. So, jetzt dann noch eine halbe Tasse Melasse und ein Ei. Gut, dass hier alles unendlich vorrätig ist. Papa hat gut eingekauft. Genau so. Papa, die Plätzchen sind im Ofen. Hurra! Hier ist übrigens der Jacuzzi. Ein ausgezeichnetes Programm. Ein eiskalter Wodka, ein Glas guter Rotwein und ein heißes Bad. Wird wohl warten müssen. Na, wie kommen wir denn hier wieder raus? Da noch so Pornomusik. Und der Kamin fährt nur noch so ein Bärenfell davor. Egal, wir gehen jetzt weiter lesen. Das arme Kind war wüst zugerichtet. Der Täter hatte 7-mal auf sie eingestochen, bevor sie entkommen konnte. Roman, einer von Ottokars Männern, hatte sie gefunden und hergebracht. Sie war gerade mal 16 Jahre alt. Ich versprach, mein Möglichstes zu tun, um ihr zu helfen, wenn sie mir helfen würde, den Mörder zu entlarven. Also erzählte sie mir alles. Kann ich das behalten? Ja. Ich bin Gustav McPherson, Privatdetektiv. Ich wurde angeheuert, um Ihren Angreifer dingfest zu machen. Und ich heiße Vladana Tominova. Das habe ich schon lange nicht mehr gesagt. Man nennt mich immer nur Vladana. Dürfte ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Oder soll ich später nochmal wiederkommen? Sie können mich ruhig jetzt befragen. Aber ich fürchte, ich werde Ihnen keine große Hilfe sein. Können Sie den Angreifer genauer beschreiben, als er auf Ihrer Zeichnung zu erkennen ist? Sein Zylinder war schwarz. Ebenso der Umhang. Seine Maske war silbern mit Ornamenten drauf, an die ich mich aber nicht genau erinnere. Wann wurden Sie angegriffen? Vor etwa 2 Monaten. Wo geschah es? In der Nähe des Parks. Ich kam aus Marks Atelier und... Lassen Sie sich Zeit. Es war sehr neblig. Ich hörte Schritte vor mir, die sich stetig näherten. Ich blieb stehen. Plötzlich zeichnete sich im Nebel eine Silhouette ab.
Vor mir stand ein Mann in Zylinder und Umhang. Ich konnte mich nicht rühren vor Schreck. Klar. Was geschah dann? Er näherte sich langsam. Als er aus dem Nebel auftauchte, sah ich, dass er eine Maske trug. Er sah wie der Tod selbst aus. Ich hatte nicht gemerkt, wie nah er schon bei mir stand. Er sprang auf mich zu. Mir entfuhr ein Schrei. Ich dachte, er hätte mich verfehlt, aber dann spürte ich einen Metallgeschmack im Mund. Ich führte meine Hand zum Gesicht und schaute sie an. Sie war blutbeschmiert. Dann spürte ich etwas Kaltes auf meiner Brust und einen jähen Schmerz. Und dann nochmal und nochmal und nochmal. Ich schrie mit letzter Kraft. Dann fiel ich in Ohnmacht. Ich bin hier wieder zu mir gekommen. Mein Körper war voller Stichwunden. Es ist ein Wunder, dass ich noch lebe. Und wie sind Sie hierher gekommen? Roman hatte mich gefunden. Er hatte mich schreien gehört und kam herbeigerannt. Der Mörder rannte weg. Genaueres weiß ich nicht. Fragen Sie ihn besser selbst. Oh Mann. Sie haben gesagt, dass Sie aus Marks Atelier kamen. Wer ist Mark? Mark ist ein Künstler. Die meisten Mädchen kennen ihn. Ich glaube, er hat uns fast alle schon mindestens einmal gemalt. Verhielt sich Mark an diesem Abend seltsam oder war er wie immer? Er war wie immer, bis Inspektor Skalnick hereinkam. Über was hat Inspektor Skalnick mit Mark geredet? Ich habe nicht genau zugehört, aber sie stritten sich. Als Skalnick gegangen war, sagte mir Mark, ich solle mich anziehen und nach Hause gehen. Er sei nicht mehr in der Stimmung, weiterzumalen. War er wütend? Ja, er war wütend. Aber er bemühte sich, es nicht zu zeigen. Ich wünschte ihm nur noch einen schönen Abend und ging. War Mark normalerweise nett zu Ihnen? Ja, er war immer nett und ausgesprochen höflich. Er zahlte für das Modellstehen doppelt so viel wie die normalen Kunden und es war ein viel angenehmerer Job, das können Sie mir glauben. Ich habe nur einmal für ihn Modell gestanden, aber ich würde es jederzeit wieder tun. Wo kann ich Mark finden? Sein Atelier liegt gegenüber dem Kanal, neben der alten Mauer. Das war's dann. Vielen Dank für Ihre Auskünfte. Gern geschehen. Passen Sie gut auf sich auf. Seien Sie auch vorsichtig. Danke, das werde ich. Ich mag sie. Sie ist irgendwie süß und sie ist so klein und so zart. So jemand sollte nicht als Prostituierte arbeiten. Niemand, der nicht wirklich Spaß dabei hat, sollte als Prostituierte arbeiten. Wo ist der Hund eigentlich? Warum gehen wir einfach so da raus, ohne zu gucken? Ist das die dicke Bertha? Hallo, Peter. Hallo. Mensch, du bist Brutus aber nur knapp entkommen. Ja, danke, Arsch. Schüchterst du deine neuen Freunde immer so ein? Tut mir leid, was da passiert ist. Normalerweise reißt die Kette nicht. Aber dein Gesichtsausdruck war zum Schießen. Den Scherz mache ich mit allen Neuen. Worin besteht deine Arbeit für Ottokar sonst, außer dass du Leute verkloppst? Ich tue Leuten weh, die Ottokar nicht mag. So wie dich zum Beispiel. Ja, das ist mir klar, aber was machst du sonst noch für Ottokar, außer Leute zu verprügeln? Sonst nichts. Ich tue nur weh. Du kapierst aber langsam. Aber du hast mich so zum Lachen gebracht. Schön zu wissen. Ich will dich jetzt nicht weiter bei deiner Türsteharbeit stören. Aber du solltest den Brutuswitz einstellen. Ich habe mir vor Angst in die Hosen gemacht. Das erinnert mich daran, dass ich die Kette reparieren muss. Ja, danke. Wir gehen lieber wieder. Dann gehen wir jetzt mal diesen Markt besuchen. Mal sehen, wie dem seine Bilder so aussehen. Ach, wie heißt er noch? Gas, renn mal schneller. Ich wollte jetzt fast James sagen. Ja, Silent Hill hat mich doch sehr geprägt. So, da ist auch das Atelier. Hurra! Da.
Hier oder da? Ne, hier. Und ich glaube, da hinten ist der Dessous-Laden. Oh nein, noch eine Vision. Visionen sind nie gut. Hallo? Der ist sogar zu Hause. Hallo? Schöne Bilder. Ja. Verzeihen Sie mir, ich klopfte und die Tür ging auf, also kam ich rein. Ist schon gut. Und mit wem habe ich die Ehre? Ich bin Gus McPherson, Privatdetektiv. Ich wurde mit den hiesigen Mordfällen beauftragt. Wirklich? Ein echter Privatdetektiv. Und dem Akzent nach dazu noch Amerikaner. Damit wäre das Klischee ja wohl perfekt. Ich bin Mark Ackermann. Freut mich, Ihre Bekanntschaft zu machen. Der hört sich aber auch nicht an, als wenn er aus Prag kommen würde. Ganz meinerseits. Sie sind Brite, oder? Nein, Amerikaner, genau wie Sie. Ich habe allerdings einen Großteil meiner Kindheit in England verbracht, da mein Vater Botschafter ist. Daher der Akzent. Ich selbst bemerke ihn aber kaum noch. Mark, wer ist da? Bitte nicht bewegen, Apollina. Apollina, ja, die Stimme kam mir gleich so bekannt vor. Hätten Sie Zeit, mir ein paar Fragen zu beantworten? Wenn's nicht lange dauert, immer. Wie aufregend, einem Privatdetektiv zu begegnen. Es ist zwar eine Weile her, aber erinnern Sie sich an einen Besuch von Inspektor Skalnik? Dabei sollen Sie einen kleinen Streit mit ihm gehabt haben. War dem so? Ja, dem war so. Und dürfte ich erfahren, worum es dabei ging? Aber selbstverständlich. Er bezichtigte mich für die, wie sagten Sie gleich, hiesigen Mordfälle verantwortlich zu sein. Wie kann er es wagen? Er bezichtigte Sie der Morde. Genau. Ist das zu glauben? Ich ein Mörder? Das ist doch lächerlich. Und hat er Ihnen seine Gründe dargelegt? Nicht wirklich. Er versuchte mich zu provozieren, aber er führte nur leere Behauptungen und keinerlei Beweise an. Aber am besten fragen Sie ihn selbst nach seinen Hypothesen. Tut mir leid, Sie das fragen zu müssen, aber haben Sie je eins der Mädchen anderweitig als für Modellzwecke beschäftigt? Unsere Beziehung war stets beruflicher Natur, Mr. McPherson. Ich habe keine von Ihnen je angefasst. Wie gesagt, bedauere ich zutiefst, diese Art von Fragen stellen zu müssen. Das bezweifle ich keineswegs. Mark, ich kann nicht mehr. Tja, dann will ich Sie nicht länger aufhalten. Ja, ich muss wieder an die Arbeit, Ich verstehe. Danke für Ihre Auskünfte. Kann ich vielleicht später wiederkommen, wenn Sie mehr Zeit haben? Sicher. Aber wie gesagt, kann Ihnen Inspektor Skalnik vielleicht eher weiterhelfen. Also dann nochmal, vielen Dank. Gern geschehen. Die rote Und viel Farbe an der Erfolg Wand bei Blut. Ihren Nachforschungen. Also mal ehrlich, wenn der sagt, die war nur rein beruflicher Natur, angefasst und ihr wisst schon, was zu werden, ist der Beruf dieser Mädchen. Ganz, ganz dubios, dieser Kerl. Aber die Bilder sind echt hübsch. Also ich meine, ich bin jetzt nicht unbedingt ein Fan von mehr oder weniger nackten Frauen, aber die Bilder sind einfach schick. Vor allen Dingen, weil die so ein schönes, schmales Format haben. Ja, dann gehen wir nochmal zur Polizei und gucken, was uns der nette Inspektor über den Maler sagen kann. Ich glaube, linksrum ist kürzer als rechtsrum. Wo war denn die Polizei nochmal? Da. Mal sehen, ob der Inspektor mit uns redet. Der aus Postmortem war nämlich immer sehr gesprächsbereit, aber nicht wirklich hilfreich. Hallo, mein Freund. Herr McPherson, was kann ich für Sie tun? Ich möchte gern mit Ihrem Chef sprechen. Ist er da? Ja, das ist er. Wollen Sie ihn mit unangenehmen Fragen belästigen? Woher wissen Sie das? Nur so geraten. Gehen Sie nur zu ihm, mein Freund. Die Treppe hoch und am Ende des Gangs rechts. Danke. Aber Großvater, warum hast du so große Hände? Damit ich dich besser packen kann.
Ich finde diesen Polizisten einfach nur, ja, amüsant. Lassen wir es bei amüsant. So, gehen wir da jetzt hin? Hier. Ich glaube hier hin, weil hier ist soweit nichts, oder doch? Wo geht's da hin? Ins Gefängnis? Wer sitzt denn da? Niemand. Ich glaube, das ist einfach nur so. Oh. Hier klopfen Leute. Das ist gruselig. Ich gehe da wieder raus. Was ist das? Scheinbar hat das jeder. Aschenbecher. Ja, ich habe keinen. Bei mir ist nämlich Rauchverbot. Das Jawohl. Sieht ihm gar nicht ähnlich. So, hier wird auch nichts. Detective Skalnick. Detektiv Skalnick. Okay, Detective ist er nicht, weil es spielt ja nicht in Amerika. Entschuldigt, ich bin ein bisschen müde. Inspektor Skalnick? Ah, da haben wir ja unseren tapferen Ritter. Sie Schlitzohr. Was wollen Sie von mir, McPherson? Ich bin auf dem Sprung. Ah, der macht einfach nur den Mund auf und bewegt den nicht. Oh Mann, dieses Spiel ist eigentlich total unlustig, weil es soll auch nicht lustig sein, aber diese Animationen der Nebencharaktere sind nur geil, ehrlich. Und wie er da sitzt, wie so ein dicker alter Mann. Und Klöten hat er auch keine. Oh, ich bin so albern heute, tut mir leid. Was will ich denn? Ach ja, ich will mit dem reden. Wie muss ich das nochmal machen? Ach ja, ich muss die Maustaste drücken. Oh, ich bin so durch den Wind gerade. Ich möchte Ihnen gerne ein paar Fragen zu Mark, dem Künstler, stellen. Was ist mit dem? Nun, Sie haben mir gesagt, es gäbe noch keinen Verdächtigen bei diesem Fall. Aber dieser nette junge Mann sagt etwas anderes. Was sagt er denn? Er sagt, Sie würden ihn der Verbrechen beschuldigen. Darf ich fragen, warum? Nun, ich fand ihn verdächtig. Sie nicht? Es spielt keine Rolle, was ich dazu denke. Mehr Zeit habe ich nicht für Sie übrig. Das okay. Könnten Sie mir wenigstens die Akten zu den anderen Opfern leihen? Nein, McPherson. Warum nicht? Ich möchte nur einen Blick reinwerfen. Ich dachte, wir arbeiten Hand in Hand. Nein, das tun wir nicht. Im Gegensatz zu Ihnen arbeite ich für den Bürgermeister und nicht für Freudenmädchen. Es scheint mir also, dass wir für dieselbe Art von Kundschaft arbeiten. Meine Kunden haben allerdings Anstand und Ehrgefühl. Touché! Damit dürfte unser Gespräch beendet sein. Ich habe noch andere Dinge zu tun. Jetzt wissen wir, von wem die liebe Victoria das hat. Von Opa. Mhm, mit Doppel-P. Und da fährt er weg. Schickes Auto. Auf Kosten des Bürgermeisters wahrscheinlich. Aber vielleicht kann uns Dingensbummens hier Großvater mehr sagen. Sie müssen mir nochmal einen Gefallen tun. Und das wäre? Ich benötige einige Akten aus Galnicks Büro. Können Sie mich reinlassen? Leider nicht. Das könnte mich meinen Job kosten. Du könntest Profi-Baseball-Spieler werden. Oh Mann, ich hacke immer auf dem netten Mann rum. Das ist schlimm. Ach was. Für einen guten alten Freund. Nein, das kann ich wirklich nicht machen. Aber die Arbeiter, die neben dem Gebäude beschäftigt sind, die könnten Ihnen vielleicht helfen. Okay. Danke für den Hinweis. Schönen Abend. Ja, der nette Polizist hat uns jetzt also den Hinweis gegeben, dass uns hier um die Ecke, da laufe ich jetzt nochmal eben hin, dass sich hier ein Gerüst befindet und dass wir damit theoretisch nach oben gelangen können. Aber dazu brauchen wir, glaube ich, ein Seil, oder? Ne, da hängt eins. Kommen wir so hoch? Nee. Der Herr macht das erstmal kaputt. Ich muss einen Weg nach oben finden. Wir haben hier das Seil. Nee, das können wir nicht benutzen. Ich glaube, wir müssen da so eine Art Enterhaken basteln. Was liegt hier? Und können dann damit nach oben. Ja, vielleicht reicht das. Okay, das dürfte es gewesen sein.
Achtung, ruckelnde Zwischensequenz. Mal wieder. Und jetzt mit Spackes. Okay, was wir hier im Büro finden werden, seht ihr im nächsten Part, denn ich werde den jetzt hier noch eben rendern und dann gehe ich schlafen. Gute Nacht allerseits.